Ja, Gut, dann. nehme ich, nehme Dann ich. habt Danke. ihr in den nächsten 2 Tagen eine ganze Menge zu tun. Ihr müsst euch natürlich darauf vorbereiten. Und dürft mir dann zum Vorbereiten ja, dieses Seminars bzw. dieser Anklageschrift, könnt ihr euch weiter informieren, könnt noch einige Kniffe vielleicht anwenden, einige Verteidigungen dann zurechtlegen. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Wenn ihr dann ja, mit eurem Plan A ausgestattet seid, gut, dann werdet ihr natürlich auch konfrontiert mit den anderen Aussagen und müsst darauf dann reagieren, anpassen, intuitiv dann versuchen, dann durch diesen Prozess zu führen, was vielleicht nicht immer ganz einfach ist, aber wir schauen mal in die Mühlen der Gerechtigkeit hinein und schauen uns an, wie ein Schiedsverfahren verläuft. Ist es denn ein Schiedsverfahren? Ja, es ist ein Schiedsverfahren. Die anderen Sachen wären Inquisitionsverfahren. Das ist allerdings aktuell nicht der Fall, weil noch kein Inquisitor im Haus und ja, dementsprechend wird es ein Weißt, dass ein Schiedsverfahren. Inquisitionsverfahren Ein nicht zwangsweise Inquisitionsverfahren von hat der nicht mit Inquisition zu tun, sondern Richtig. wird vom Staat angestrebt, beziehungsweise von der Von der Herrscherschicht. Obrigkeit. Das ist Genau. kein Schiedsverfahren, wenn die Gräume sagen, hey, wir wollen, dass die aufgeknüpft werden. Schiedsverfahren ist, wenn die Gräume sagen, hey, die halten sich nicht an ihre Verträge. Naja, es geht darum, ist es ein Zivilprozess oder ist es ein Strafprozess? Richtig, Und und es klingt nicht wie ein Zivilprozess. ihr klagt die geräumische Gemeinde klagt euch an. Sie haben auch Zeugen aus der Regierung, aber anklagen wird hier nicht Ifemia selbst. Richtig, aber im Schiedsverfahren geht es um Ausgleich, also materiellen Ausgleich hauptsächlich. Ja, du redest mit Genau, Gräumen. auch wenn die Gräume Alles uns gut. anklagen, ist es trotzdem ein Inquisitionsverfahren. Es wird ja auch von der Obrigkeit dann durchgesetzt. Dann werdet ihr allerdings auch Nein, optional nein, gefoltert. nein, nein, Ja, das nein. ist Jetzt richtig. Das nehme ich in Kauf. muss man ein bisschen aufpassen. Ein Schiedsverfahren gilt viel auf den materiellen Ausgleich hin. Ein Inquisitionsverfahren wird von der Obrigkeit angeführt, verlesen und ausgeführt. Beim Schiedsverfahren obliegt die Ausführung, also die Vollstreckung des Urteils bei dem Kläger. Ja, glaubst du, die Gräume, da kriegen das nicht hin, oder was? Das weiß ich Ich nicht, aber glaube, ich bin in der es Lage, ist ein diesen gewaltiger Gräuel Unterschied. umzuhauen. Der Im meint, er wollte Schiedsverfahren werden zum verstecken. Beispiel keine Folter angewendet. Genau, also ich werde euch jetzt auch nicht foltern. Deswegen ist es ein Gut. Schiedsverfahren. Die Ja. ganz generell, der Prozess läuft ja gleich ab. Aber die Gräume klagen zivil gegen euch. Ja, alles Ja, okay. nur sind die Schwellen in dem Schiedsverfahren viel höher. Wenn du gerade eben davon sprichst, dass irgendwelche Hinrichtungen im Raum stehen, sonst kann das kein Schiedsverfahren mehr sein. Wo habe ich denn gerade eben was von Hinrichtung gesagt? Ich erinnere mich sehr, sehr deutlich Ich mich dran. auch, aber egal. Das war vielleicht vor der Runde, oder? Ja. Ah, Mensch, hat jetzt damit gar nichts zu tun. Habe ich euch also Versuch überrascht? dich nicht rauszureden, nur weil es nicht in der Aufnahme ist. Ja, also, Zeugen haben wir jetzt aktuell noch nicht. Ihr könnt welche auftreiben. Wen wollt ihr auftreiben? Sachzeugen, Magister Habemir, Boltax, möchte jemand diese Runde rufen? Natürlich. Als Dann Zeuge für diese unsere Runde. Leumund. Leumundszeugen, Isha, Rataral Sanin, Arkos Shah. Tralsani hat andere Dinge zu tun, also der wird nicht auftauchen, gerade nicht, wenn ihr Verbrecher Wirklich? seid. Wirklich? Ich habe Verbindungen zu Rataral Sanin. Wenn ich hingehe, Hast du die Rataral. gekauft? Die hast uns gegeben. Verbindung zu Rataral Verbindung 12 müsste sein. Lass mich kurz in meine Notizzettel schauen. Hier habe ich ihn. Verbindungen 10 Rataral Sanin. Na gut, dann kommt er auch. Ja. Wie gut, dass er gerade am Hafen ist, Mensch. Brauche ich Auf aus jeden Fall Holz, noch bin einen ja. Rechtskundigen, einen Rechtsgelehrten. Ja, ihr wollt einen Praius oder Fexgeweihten? Ein nicht ohne Gewalt, aber einen Einen Rechtskundigen. Rechtskundigen, ja. Und Dann bekommt ihr eine Fexgeweihtin, die sich selbst Praiodine nennt. Deren Namen legt sie allerdings auch nur im Gerichtssaal an. Eigentlich ist es eine Fexgeweihte, die sich dann auch so vorstellt. Also, das wird dann eure Rechtskundige. des Weiteren würde ich mich nach der Richtung erkundigen, nach den Umständen, also alle Beteiligten an dem Prozess selber, die uns Gut. anklagen oder verteidigen können. Dann fangen wir an mit einer Staatskunstprobe. Die ist Gut. erschwert für Aranien erstmal eine ganz, ganz normale +3. Fremde Kultur. Und dann überlege ich gerade, ob noch irgendwas drin ist. Es ist, glaube ich, nicht so schwer, weil die Richterin dann doch eigentlich bekannt ist. Also ich gebe dir mal eine +2. Sind wir bei einer inklusive +5. Du hast Ja, keine so. Ahnung, wer Sherizas Sabadamara ist. Dürfen wir anderen auch proben? Nur ihr drei. Also.
Ich bin ja wir drei. Ja, genau. Boltax darf natürlich auch würfeln. Ja, Doppel-1 geht immer. Oh, komm schon. Ich hab Staatskunst nicht. Beide um minus 1. Ja, also, das ist schade. Möchtest du ableiten nochmal mit einer plus 10 oder so? Kann ich auf Rechtskunde ableiten? Ja, plus 10. Ist dann insgesamt die Spezialisierung? Ja, komm, Doppel-1 ist immer drin. Doppel-20 auch. Also, ja, probiere ich mal die Ableitung auf Rechtskunde plus 15. Was kann schon passieren? Ja. Ich habe jetzt die Spezialisierung Verwaltung rausgelassen bei Staatskunst. Nee. Ja, ist ja auch keine Verwaltung. Na ja. 29 Punkte fehlen. Ihr wisst nicht, wer die Richterin ist und ihr könnt auch nichts über Gummur, den Ankläger Gräum, herausfinden. Wird nicht funktionieren. Dann bekomme ich bitte eine Gassenwissenprobe. Die erschwere ich euch auch um 5 Punkte. Einmal 3 Aranien und einmal 2 für... Kontakte fehlt aber. Hast du Kontakte in Zorga? Ja. Wen? Kontakte. Kann man nicht weiter spezialisieren. Du hast keine Kontakte, du bist neu in der Stadt. Okay. Irgendwann mal. Das sieht nicht so gut aus. Gut, dann seid ihr super vorbereitet. Dann, Sachbeweise. Wollt ihr im Vorfeld Sachbeweise raussuchen, die ihr habt? Haben wir denn Sach... Hat irgendjemand was von dem Gold mitgenommen? Und wenn ja, darf ich ihn schlagen? Ich habe nichts von dem Gold mitgenommen. Es muss ja einer... Ihr seid doch nie runter in den Keller gekommen. Nö. Es muss ja eine Überprüfung geben von Euphemia von Naurabad. Die wollte sie durchführen. Also ihr habt keine eigenen Beweise. Ich möchte in den Staatsakten nachsehen. Denn irgendwo muss ja der Status von Euphemia vermerkt sein, nach ihrem Überlauf. Und sei es irgendein Verwaltungsdokument im Archiv. Das heißt, du möchtest ihren eigenen SO nach unten setzen, wenn dir das irgendwie hilft? Ei. Gut, dann ist das eine weitere Staatskunstprobe. Oh, jetzt kommen die ganzen tollen Talente. Eine weitere Staatskunst, die ist nicht gelungen. Nee, dann hast du keine Ahnung, inwiefern Euphemia eingesetzt worden ist und weiter eingesetzt wird. Ich würde ja trotzdem nach dieser Dokumentation ihrer Untersuchung des dämonischen Goldes fahnden. Ich würde gerne mal gucken, was ein möglicher Ingrim- oder Angrosch-Tempel über automatisierte Armbrüste, auch im Hinblick auf den Schänder der Elemente, so sagen würde. Nochmal, du möchtest, was ist mit Agrimut? Genau, die hatten ja automatisierte Armbrüste. So, ja. Das ist eine Magiekundeprobe plus 15, weil es Gräume sind. Ja. Nee, nicht geschafft. Ja, könnte ich zusätzlich sogar noch deinen Nachteil mit dazu nehmen. Oder du kannst Abelmir nochmal fragen. Abelmir hat da zumindest keinen Nachteil drin. Abelmir bedarf auch eine Magiekunde pro Ober plus 15 machen. Okay. Kunde? Wo ist es? Alles, was hilft, ne? Demologie zählt nicht rein, aber gut, ich. Okay. Monologie zählt nicht rein, nein. Ja, wir magomechanische Artefakte. Ihr habt keine Ahnung, wie gräumische Armbrüste funktionieren und warum die von alleine geschossen haben. Dann werde ich sagen, ich nehme an, dass die vom Schänder der Elemente bis jetzt sind. Ja, das ist Rufmord. Kannst du gerne machen. Nö, ich nehme an. Ja, okay, dann hast du hoffentlich Beweise dafür. So, Sachbeweise sind durch. Rechtliche Kniffe, die werden natürlich auch im Vorfeld schon mal eingesetzt. Und das ist jetzt das Erste, was ich mir wirklich aufschreibe. Alles andere waren vorher nur Informationen. Was ist mir ein Sachbeweis der Untersuchung? Die Beweismittel, die ihr dann wirklich einbringt, also während des Prozesses, die machen wir dann während des Verfahrens. Also. Aber die rechtlichen Kniffe werden im Vorfeld ausgewürfelt. Rechtskundeprobe bringt THP-Stern halbe Beweispunkte. Ich nehme an, Strafrecht zählt. Strafrecht? Gut, also ich habe jetzt gesagt, das ist ein Zivilverfahren und kein Strafverfahren. Aber wenn es ein Zivilverfahren ist, können sie allerhöchstens Geldstrafen als Dings bekommen. Okay, machen wir ein Inquisitionsverfahren raus und dann... Nein, lass mal darüber reden. Nein. Gut, du kannst ein Inquisitionsverfahren bekommen, wir kriegen ein Zivilverfahren. Ja, genau. Du kannst dich gern hängen lassen, ich will das nicht. Also machen wir ein Schiedsverfahren, dann zählt Strafrecht nicht.
Gut. Ja, das sind halt nur zwei Punkte, ne? Ja, es sind, also am Ende ist das der eine Punkt, der mir fehlt. Wie ihr, wie ihr jede einzelne Probe nicht schafft. Ich hab sie geschafft. Boy! So. Ich hab sie auch geschafft. Wie wir alle mal jede einzelne Probe geschafft haben. Voltax hat es gelungen mit 0, beziehungsweise mit 1. Hälfte von 1 ist 1. Warte, jetzt muss ich gucken. Die maximale Erschwernis ist 0 und er hat einen Fertigkeitspunkt, den er einbringt. Das ist halbiert. Erpärchen halbe ist ein Beweispunkt von Boltax. Boltax hat einen Beweispunkt, dann hat Jalan. Wie viel hast du? 7, ne? Ja. 7 also sind 18, 4. Und Abel mir. Ich notiere 2. mir das nämlich für jeden einzeln. 2. 2 halbe sind 1. Genau. So, dann haben wir rechtliche Kniffe durch. Plädoyer noch, machen wir noch nicht. Eins würde ich noch machen. Ja. Ich würde prüfen, inwieweit die Grollmagie A zertifiziert ist, B angemeldet ist und C zugelassen ist. Ja, das war deine Magiekundeprobe, die du oben nicht geschafft hast. Möchtest du ein Chibi benutzen? Oben, das war ja nur zwecks der Armbrüste. Okay, das war die Grollenmagie, wie Grollenmagie funktioniert, aber gut. Dann er will ja nicht wissen, wie sie funktioniert, er will ja rechtlichen Status. Okay, wissen. Ja, gebe ich dir zu, Rechtskunde plus 7. Boah. Rechtskunde plus 7, dann. Sag doch gleich, ich soll nicht würfeln. Nee, du hast Chippies, du hast Abenteuerpunkte und wenn du das nicht in Zauber einsetzt, nein. Sondern in Talente, nein, du hast keine Ahnung. Kann ich ihm da raushelfen? Kannst ihm da raushelfen. Rechtskunde plus 7, hier kommt nichts. Es sind eingetragene Artefaktmagier, die mit Lizenzen, die sie gekauft haben, die sie auch weiterverkaufen dürfen, ähnlich wie in Kuntium, dürfen sie damit handeln und das ist zugelassen. Also sie dürfen die nicht nur besitzen, sondern sie dürfen die auch verkaufen. Hier ist allerdings auch keine einzige Armbrust in nicht gräumischer Hand aufgefallen. Also wenn du dann in den 2 Tagen durch die Prozessakten gehst und durch die Zorganer-Schriften, wo in Zorgan gibt es ja auch den einen oder anderen Grolm und dir wird keine einzige Armbrust aufgefallen sein, die an Menschen verkauft werden. Das ist alles gräumischer Besitz, das bleibt unter denen. Gut. Dann kommt jetzt der Prozess. Den machen wir gleich. Gut, dann bekomme ich bitte eine Gassenwissenprobe von euch. Auch wieder plus 7. Okay, wofür? Für euren eigenen Maloqui, den dürft ihr gleich noch vortragen. Ich glaube, das macht Boltax. Boltax fehlen 14 Punkte. Ist das eine Gassenwissen? Das ist eine Gassenwissen. Ja. Das ist nicht eher eine Überzeugen? Das ist eher eine Überzeugen, öffentliche Rede, oder? Die Maloqui-Regeln stehen auch explizit hier mit Überzeugen drin. Ich gebe euch trotzdem noch weitere Informationen. Ich muss gerade mal schauen. Jede Seite darf eine Probe auf Überreden ablegen. Ja, Lan, du hast Geschichtswissen gewürfelt. Du darfst, glaube ich, nochmal würfeln. Sorry, bei dir fehlen 18 Punkte. Das würde ich vielleicht nochmal würfeln, wenn ich du wäre. Ja, das ist meine Gassenwissen nicht besser. Genauso sei das Talentwert gleich. Ja. Ja, aber da fehlen dir nicht 18 Punkte, sondern nur 7. Das ist wahr. Abelmir bekommt ein Gerücht mit, während ihr selbst beim Maloqui unterwegs seid, was dann ja so ein bisschen über der Vulgärsprache, über diese Auseinandersetzung dann doch rausstichht. Und zwar wirst du von einer faulen Frucht, einer faulen Arrange beworfen, von einer schwangeren Mutter, die da wohl sitzt und ihre 3 Kinder mit sich zieht. Du kannst dann da ja, würfel mal eine würfel mal eine Intuitionsprobe. Das lassen wir den Räumen, Mann. Das war ein angeheuerter Attentäter. Ja, du kannst auch ohne Probleme der Arrange ausweichen. Sie wird dich beschimpfen, und zwar, weil du ein, was war das? Du hast kein Spielhaus angezündet, sondern ein Kinderheim. Gut, dann würde ich die Frau festnehmen lassen, wenn eine Wache zugegen ist. Und sie befragen lassen, wer sie dazu aufgestachelt hat und dieses Protokoll sorgfältig Beweislage oder den Rechtsschriften beifügen. Als Aufstachelung gegen Kläger oder Beklagte. Also, okay, kannst du machen. Ihr Name wird notiert, wird alles aufgeschrieben. Das heißt, du bekommst dann auch die Adresse und könntest dann prinzipiell auch
Nach dem Verfahren könntest du prinzipiell sie auch nochmal anklagen. Das würde dir auch nochmal gestattet sein. Vielleicht steckt allerdings auch ein bisschen mehr hinter. Gut, schauen wir jetzt nämlich mal rein, was jetzt passiert. Denn wir gehen jetzt mit der Vorbereitung gleich in den Prozess. Ich das noch letzte, einige Dinge ja, das letzte, was ich vorher noch brauche, ist: Möchtet ihr bestechen? Zählt Bedrohung als bestechen? Nein, bestechen sind reine Dukaten, die Beweispunkte in Höhe der Bestechsumme bringen, wenn jemand das annehmen sollte. Ich bin Freiheitsgefreiter, Junge, ich bin meine Weine nicht gleich hier. Ich wollte trotzdem nachfragen. Ja, ich würde gerne, ich weiß bloß nicht, wie hoch ist denn sind die Kosten denn für den Rechtsbeistand? Also so ein Rechtsbeistand, ja, das steht hier auch noch mit drin. Der lässt sich natürlich voll und ganz bezahlen, und zwar in der Höhe dieses, ich muss gerade mal gucken, was waren das? 7,5% waren das, glaube ich. Also steht hier auch irgendwo drin. Lass mich das gerade nochmal raussuchen. Also der kostet auch ein bisschen was. Wenn ihr, also du kannst so grob überschlagen, wenn du ein Kinderheim angezündet hast und so 2000 Dukaten bezahlen musst, dann wir gerade mal 2000. Also ich habe keine 2000 Dukaten. Also ich würde 100 Dukaten... 150 Dukaten hätte der doch ganz schon. Also und ich würde 100 Dukaten aufbringen für diese, also ich könnte jetzt Bestechung, beziehungsweise für den Topf für die Anklage. Also ich könnte dir noch 30 in den Ring werfen. Möchtest du Zeugen bestechen oder Richter? Und wir gehen gerade von dem Rechtsbeistand aus, was der kostet. Genau. Ein Lohn. Wir gehen jetzt erstmal Rechtsbeistand und dann Bestechung. Ganz grob 150 Dukaten für diese Praios-Geweihte, also nicht die Fex-Geweihte. Okay, also ja. 54 Dukaten schon mal. Ja, also, komm, dann lege ich die anderen 50 Dukaten in Form eines Edelsteins auf den Tisch. Gut, das heißt, die habt ihr schon mal bezahlt. Dann habt ihr eine Fex-Geweihte. Dann hätte ich noch 135 Dukaten etwa. Und ich stelle der Fexgeweihten einen Bonus von einem weiteren Edelstein, 50 Dukaten in Aussicht, wenn wir da unbeschadet rausgehen. Ich würde nochmal 100 Clever. Dukaten einwerfen, um den Richter, um die Richterin zu bestechen. 100 für die Richterin? Das mache ich nicht. Da bin ich raus. Okay, also Boltax möchte, ich fange von oben an. Boltax, du gibst 50 für die Fexgeweihte, wenn ihr es rausschafft, als Bonus. Genau. Möchtest du noch was an deinen Edelstein abgeben? Ich würde... Zeugen? Ja, ich weiß ja nicht, welche Zeugen da sind. Also du kannst dir Zeugen kaufen. Ach so, gut. Ja, du kannst sagen, ja, hier, du siehst aus wie eine leidende Mutti, die gerade aus Elbe rumkommt. Ich gebe dir 50 Dukaten und du warst dabei und hast gesehen, wie wir gerade, weiß ich nicht, ein paar Gräume lebend rausgetragen haben und sie gelöscht haben oder so. Zählt da nicht der SO des, ob der das tatsächlich des tut Zeuges? Ja, natürlich. Das ist jetzt die Frage. Wie viel Geld willst du geben für welche Zeugen? Die Hälfte von SO 2 ist halt immer noch eins. Genau, das ist halt ein Beweispunkt, genau. Und mit Eid kommen dann nochmal 2 Punkte glatt oben drauf. Dann können sie nicht lügen. Also nur, dass wir darüber reden. Ja, das ist das Problem. Ich investiere erstmal nicht in die Bestechung von Zeugen. Ich bin ja der Auffassung, dass wir nichts Verkehrtes gemacht haben. Gut. Ich bin fest der Überzeugung, hey, wir sind da mit den hehren Intentionen reingegangen, das Erz zu bereinigen. Ich freue mich so. Gut, Poltex ist durch. Ich bin mit der hehren Intention gegangen, Falzauber rumzubringen. Ja, Jalan, du willst auch nichts an Spenden oder, also was heißt Spenden? Es geht jetzt um hartes Bestechen. Ich wollte gerade sagen, es geht um hartes Bestechen und hartes Bestechen ist nicht drin. Es ist illegal. Ich würde, wenn ich könnte, sofort, also Daro würde, aber Jalan würde nicht. Okay. Ich habe allerdings noch rechtlich ein paar Dinge vor. Machen wir gleich. Bisher noch nicht. Jetzt kommt Abelmir. Wie gesagt, ich würde 50 Dukaten für den Rechtsbeistand aufbringen und nochmal 100 Dukaten, um den Richter zu bestechen. 100? Also nee, wir haben 100 Dukaten für die Fexgeweihte von dir? Nein, 50 Dukaten für, wir teilen euch 3. Achso, okay, also 150 will sie insgesamt haben, jeder gibt 50 an Bord. Okay, gut. Dann haben wir, du willst 100 Dukaten an die Richterin. Ja. Ohne dich vorher über sie informiert zu haben. Ich durfte ja nicht. Du hast die Probe nicht geschafft, genau. Sicher, ja, dass du nicht irgendwie bei den Mardavasari vorher einen Kredit aufnehmen willst? Ich meine, wir haben da guten Ruf, die geben dir das Geld.
Ja, bloß ist die Frage, ob es hilfreich ist, ob die Richterin knallhart ist und nicht den Spieß sozusagen umdreht. Regeltechnisch werde ich da noch nicht zu sagen. Die Frage ist, ist sie integer oder nicht? Genau. Ich werde regeltechnisch was zu sagen, wenn du dich entschieden hast. Also wenn ich auch nur die Ahnung habe, dass aber mir irgendjemanden bestecht, kriegt er einen Tritt. Ja, das wird er dir auch bestimmt auf der Nase bilden. Genau. Das wird er bestimmt genauso wie seinen Mord an irgendwelchen Magiern erstmal dir erzählen als allererstes. Genau. Dann ist es vielleicht wirklich schlauer, die Zeugen zu bestechen, weil die bekomme ich auf jeden Fall. Ja, das ist auf alle Fälle gut. Also, ich suche mir Zeugen hoher SO-Qualität, nicht Ange Bauern oder wie auch immer. Ja, und du willst den 100 Dukaten dann insgesamt geben. Gut. Mhm. Dann hast du gekaufte Zeugen. Ich würde gerne noch was anderes machen. Ich weiß ja, dass es Zwerge hier in der Stadt gibt. Ja. Und das werden hauptsächlich Brillantzwerge sein. Ja. Gut. Und ich bin ja durch meine Historie relativ gut gelitten bei den Brillantzwergen im Kontext der Evakuierung des Bergkönigreichs Lolgolosch. Hast du guten Ruf? Nein, aber ich war dabei. Okay. Steht guter Ruf. Guter Ruf würde dir 1:1 Beweispunkte jetzt sichern. Okay. Ich würde halt gerne Folgendes machen. Ich würde gerne ganz viele brillantzwergische Fürsprecher für mich suchen und denen auch eine Aufwandsentschädigung in Kosten ihres, täglichen Werkes, das sie halt dadurch verpasst haben, dass sie an diesem Gerichtsprozess teilnehmen. Also ich will sie nicht bestechen, aber alle entstehenden Kosten, also Spesen, würde ich für sie übernehmen. Ja, okay, dann hast du halt ganz viele Zwerge, die zugucken. Ja, die für mich als Leumundszeugen auch dienen können. Leumundszeuge, okay. Gut, wo wir dann beim Thema Leumundszeugen sind. Ja, Jalan. Zunächst mal, ich rufe einen Ruf Mada Basare. Kann ich da einen Leumundszeugen bekommen? Mada Basare, guten Ruf. Ein Punkt. Wen willst du denn da rufen? Ich werde wohl nicht die Fürstin. Genau, die Fürstin selbst bekommen. Ah, wahrscheinlich. Aber nicht. Vermutlich ein nicht unbedingt Angestellten, aber ein Verwalter, der von Kunjong gehört hat. Der beschreiben kann, wie heldenhaft wir verteidigt haben. Okay. Vielleicht sogar einen, der da war zufällig. Einen Angestellten der Mada Basari, der mitbekommen hat, wie ihr die Dämonenarche vor Kunjong vernichtet habt. Genau. Oder der bezeugen kann, dass irgendwie. Dann kann ich weiter guten Ruf abgreifen? Ich hab noch welchen. Ja, erzähl. In der Effertkirche möchte ich auch schauen, ob ich jemanden auftreiben kann, der von unseren Heldentaten gehört hat. Guter Ruf, Effertkirche. Zwei Punkte. Mhm. Wir haben auch die Efferts Wassertrainer bei Ihnen bekommen. Perle heißt sie, glaube ich. Habt ihr beide, ne? Abelmir und Jalan. Yep. Es ist die Wassertrainer. Ich habe sie aufgeschrieben. Voltax hat die nämlich nicht. Nö. Dann bekommt ihr einen weiteren Zeugen. Schauen wir mal, wer das wird. Ist ein Vertreter des Handelshauses Störreborn vielleicht in der Stadt? Nein, die Stadt gehört der Mada Basari. Okay. Dann kann ich mir Zirkewist auch abschneiden. ja. Und ich nehme an, irgendeinen abgehäufterten Kutschhommer finde ich nicht im Hafen. Gut, nein, das ist Mada Basari. Dann bin ich durch, was die Leumannszeugen angeht. Sagt eigentlich der Schar oder Eleonora oder Sybia für uns aus? Weil das kein Inquisitionsverfahren ist, eben nicht. Die Gräume haben sich informiert. Das ist ein Schiedsverfahren. Ja, gut, aber ja, sie kann trotzdem als Leumundszeugen für uns was sagen. Mhm. Das hindert sie ja nicht dran. Hast du guten Ruf? Nein, in Aranien nicht. Noch nicht, ne? Wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, aber egal. Ja, dann werden sie wohl nicht kommen. Gut, ich würde gerne Abelmirs Verlobte, die ja unsere Rolle im 35-Tage-Krieg bezeugen kann, zumindest die von mir und Jalan. Ja. Ich denke, für Abelmir selbst wird sie als Zeuge nicht zugelassen wegen Befangenheit. Nein, genau, sehr gut bedacht. Ja. SO5 halbiert. Sind nochmal, Moment, 6 sind 3 Beweispunkte. Die hatten SO5? Also weniger als Barbary? Okay.
Rafim, ich möchte Rafim nicht als Säumungszeugen rufen. Das sind normale Soldaten, also ein SO von 5 für einen normalen Soldat. Okay. Also ich dachte, sie wäre Kriegerin, also Kriegerin. Nee, Soldatin, also gute Soldatin, keine Kriegerin. Dass wir Ratteral als Zeugen rufen, haben wir ja schon gesagt, zumindest auch bei mir und ich. Kiaras und Isarun werden natürlich als Säumungszeugen angeführt. Ja. Isarun lieber nicht. Isarun lieber nicht. Wow. Die ist in letzter Zeit ein bisschen angefressen. Völlig zu Recht, wenn du mich fragst. Dich fragt immer keiner. Immer aus dem Off. Oh, wir hatten ja noch die eine uronische Kriegerin festnehmen können. Die haben wir ja auch übergeben. Ja, sehr gute Idee. Genau. Die Person, der wir die Kriegerin übergeben haben, würde ich gerne auch noch als Leumundszeugin anführen. Oder was ist mit der Sklavin, die Kiaras befreit hat? Genau. Du meinst die Sklavin, die Kiaras befreit hat? Ja genau, die können ja auch für unsere hehren Heldentaten sprechen. Ich frage nochmal, die Sklavin, die Kiaras befreit hat? Ist es egal, wir waren dabei. Ja, nein, war sie nicht. Nein, wir waren wirklich nicht dabei. Oh, fuck, ja, stimmt ja. Die habt ihr mitgeschickt. Die wolltet ihr nicht der Gefahr aussetzen. Genau. Stimmt, ja. Richtig so. Du kannst sie natürlich rufen und sie wird alles sagen, was du willst, aber dann wird sie lügen. Aber sie wird es tun. Das gefällt Preis jetzt nicht so. Sie wird alles sagen, was du willst. Alles. Sag denen, dass du in Wahrheit zwei Räume in den Trenchcoat. Egal. Kennt noch jemand... kann ich meinen Weihepriester rufen? Was soll der aussagen? Dass ich ein netter Mensch... Nein, die Frau ist gefragt, wenn das Weizmann, das muss er nicht sagen. Spielt das eine Rolle in diesem Prozess? Leumundszeugen, ja. Also, ja, klar. Gut, ja, Leumundszeugen. Also, doch. Ja, okay. Ja. Er hätte mich ja nicht gewollt, wenn er nicht von meinem guten Leumund überzeugt wäre. Vorher kann aussagen, dass ein Greif persönlich Jalan ausgewählt hat. Kommt dazu. Ihr habt richtig dünnes Eis und ihr wisst noch nicht, was kommt. Okay, ich feiere das jetzt schon. Okay. Ich möchte an dieser Stelle gesagt haben, dass ich nicht über einem Ausbruch stehe. Für was? Über einem Ausbruch. Also, das ist klar. Ich lasse euch alle hier zurück. Wer sind jetzt die Zeugen? Ich, Rate Rasanin und die Frau, der wir die Kriegerin übergeben haben. Ja, Abelmir und Boltax natürlich. Jeweils auch andersrum. Und was natürlich ganz wichtig ist, für mich die ganzen Zwerge. Der Tempelvorsteher, einer von den Madavasari, einer von der Effertkirche. Isha. Die hat mir gerade schon gewählt. Arkos Schar kommt also nicht. Arkos Schar wird nicht kommen, nein. Dann bitte. Ihr könnt das natürlich jetzt ausbreiten zu einem Inquisitionsverfahren, dann würden sie kommen. Nein. Können wir ihm einen Brief abloxen? In den 2 Tagen, was soll da drin stehen? Okay, vergiss es. Herausragende Leistungen für... Ja, Aufopferung des Selbst, Eingehen großer Gefahren, auf Spielsetzen der eigenen Seele im Dienst der Aranians. Wir könnten noch die Staatskunde plus 5. Ich meine, wir für den Brief. Schaden kann es nicht. Doch, kann es. Da kriegt ihr auch einen Brief. Staatskunde plus 5. Die waren eher so meh. Alter. Minus 13, okay. Können alle würfeln, oder? Können alle würfeln. Ich würfel da nicht. 13. Ich würfel da nicht. Er hat's! Ja, und du hast minus 13 Punkte, er hat plus 1. Zumindest ist es diesmal kein namenlos Geweihter, der schreibt nur eine minus 12. Zalik von Volterach taucht auf und schlagt persönlich gegen uns aus. Noch für unseren Leumund den jetzigen Leiter des Versinder-Tempels aufsuchen, der ja als Vertretung für... wie hieß ich nochmal die Frau? Die ehemalige Versinder-Geweihte. Jesina Melena. Du meinst die Sinnegeweihte, die ihr Helm Hafax gegeben habt? Genau. Die deren Seele. Ich wiederhole nochmal. Die Sinnegeweihte, die ihr Helm Hafax gegeben habt? Das wissen die Gräume höchstwahrscheinlich. Aber so, Leute, jetzt. Wir sollten vielleicht noch, falls sie noch in der Stadt ist, Avianda als Leumundszeugin hinzuziehen. Wäre das eine Idee, denn immerhin, also sie war
mit uns dabei, als wir die Miona zumindest uns ordentlich eingeschenkt haben. Wäre nur so eine Idee, falls sie noch in der Stadt ist. Gute Idee. Gut, dann Avianna, sehr gut. Trinken wir Knüppler? Knüppler? Okay, das macht keinen Sinn. Nein, sorry, ich gucke gerade alle NSCs durch und denke, wir können hier diesen Schläger mit der gebrochenen Nase. Okay. Die Hälfte von SO1 ist immer noch ein. Du kannst Knüppler anheuern, wenn die Grollme gewinnen. Voltax, du hast ein schönes Maloki vorbereitet in kurzer Zeit, dann bitte. Alles klar, ich muss noch mal kurz nach oben scrollen. So, hier, verehrtes Publikum, jetzt kein Verdruss, die Grollme reden doch nur Stuss, die Wahrheit, eine goldene Legende, unter der Hand nimmt sie ein bitteres Ende, wir alle stehen enttäuscht und sehen verzagt, die Aufrechten, die Guten, von den Grollmen angeklagt, dabei ist unser Leumund optimal, der Grollmen-Leumund höchstens ist nur Schal, wir sind die Helden in dem Krieg, durch uns gelang der große Sieg, dem Jona ist nicht mehr. Verehrte Leute, höret her, und jedes Wort der Grollme ist voll Lug, voll Bitterkeit und Trug. Gute Leute, glaubt den Grollmen nie, sie sind so falsch wie Rattenvieh.